Hey Leute, Martin hier. Willkommen zurück zu The Whispered World. Ja, wir haben etwas aus der Luft, etwas aus der Erde und etwas aus dem Wasser in diesen Kessel getan und jetzt fehlt nur noch... Und jetzt noch etwas von mir selbst. So, das sollte es gewesen sein. Irgendwie tut sich da nichts. Aber warum? Ach, ich Trottel. Es kocht da gar nicht richtig. Das Feuer ist viel zu schwach. Ich sollte noch ein wenig Zunder auf den Kessel geben. Ja, dann sollten wir das mal tun. Mit Heu. Ins Feuer. Das Feuer ist sehr schwach. Ich leg mal lieber ein wenig Zündstoff nach. Und dann pusten wir rein. Wahnsinn, es hat geklappt. Ich kann kochen. Jetzt zahlt es sich endlich aus, dass ich Opa nie über die Schulter gesehen habe. Okay, ach, wir haben diese Sachen hier noch gar nicht angeguckt. Gucken wir mal. Kochte Yaki-Eier. Igitt, hier sieht es ja aus wie bei Opa in der Küche. Na komm. Ich bin nicht zum Essen hier, dann schon eben. Ich koche lieber mit frischen Zutaten und mit Zutaten, die sich nicht wehren. Okay, wir benutzen den Teller mit dem Kessel. Hey, ihr Bengels, die Suppe ist fertig. Und wir haben eine leckere, leckere Die Suppe Schimmelsuppe. wird langsam kalt. Also, die wird langsam kalt. Die ist gerade aus dem kochenden Topf geholt worden. Wir stellen sie auf den Tisch. Das müsste eigentlich eine perfekte Schimmelsuppe sein. Und jetzt müssen wir irgendwie den Herrn Lucot rufen. Aber wenn wir diesen normalen Knüppel mit dem Gong benutzen, passiert Folgendes. Was ist denn das für ein Lärm da draußen? Na, wartet. Wenn ich bei diesem Radau den Essensgong überhöre, werden Köpfe rollen. So. Ja, das ist nämlich nicht der Essensgong. Wir haben nämlich nur einen Knüppel. Aber wenn wir den Knüppel mit dem Pelz, die ich hier benutze, haben wir Knüppel mit Pelzviech. Gruber hat sich fest im Knüppel verbissen. Geht's dir noch gut, Grubber? Okay, dann benutzen wir den mal als Gongschlegel, ne? Endlich der Essensgong. Gorni hat wohl bereits einen neuen Koch gefunden. Ich hoffe für ihn, dass dieser hier eine bessere Schimmelsuppe zubereitet. Langsam gehen uns die Leute aus. Es geht doch nichts über den beißenden Gestank einer richtig zubereiteten Schimmelsuppe. Vielleicht habe ich die Exekution des Kochs ja doch zu früh angeordnet. Ja, vielleicht hast du das. Man mag dich jetzt vielleicht fragen, wie kommen wir denn an ihm vorbei, aber keine Angst, der ist viel zu sehr mit Essen beschäftigt, als dass er uns bemerken würde. Was für eine grausige Erscheinung. Wie bin ich bloß hier reingeraten? Hallo. Vergiss es, Sedgwick. Einfach nur ganz ruhig verhalten. Ganz ruhig. Also jeder würde jetzt natürlich das hier versuchen. Messer, Luko. Vergiss es, Sedgwick. Einfach. Aber das funktioniert nicht, also gehen wir mal. Und, ja, er sieht uns nicht. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir jetzt versuchen, Spot zu retten. So. Und. So, und dann gucken wir mal rein. Denn die Tür ist abgeschlossen und da kommen wir nicht durch. Also müssen wir irgendwie Spot auf uns aufmerksam machen und dann dafür sorgen, dass er sich selbst rettet. So sieht's aus. Da ist er nämlich. Hey, Spot. Spot, ich hol dich da raus. Ich weiß noch nicht wie, aber keine Sorge, mir fällt schon noch was ein. Und wir kriegen das Spot-Menü zurück. Hier oben ist es. Als erstes fackeln wir den Käfig ab. Und als nächstes krabbelt der kleine 5-Mini-Spot durch dieses Loch hier unten. Komm, Spot, benutzt das Mauseloch. Nichts wie raus da. Spot!
Das hat Spot wirklich mal gut hinbekommen. Ich bin richtig stolz auf ihn. Ja. Komm, Spot, ich will hier weg. Wir haben unseren kleinen Spot-Kumpel wieder und jetzt können wir gucken. Krupa? Spot? Mögen die sich? Ich habe hier einen neuen Spielkameraden für dich, Spot. Spot ist scheinbar nicht sonderlich beeindruckt. Er ist und bleibt ein Eigenbrötler. Das ist aber schade. Und Messer mit Spot. Boah. Spot mag keine Messer. Nicht seit Ben mich zu dieser Messerwurfnummer gezwungen hat. Spot hat mir sofort verziehen, aber mein schlechtes Gewissen hielt noch Wochen an. Okay. Willst du was essen mit Essstäbchen? Spot sieht hungrig aus. Andererseits, er sieht immer hungrig aus. Okay. Und jetzt? Was ist jetzt zu tun? Gucken wir mal nach unserem gefräßigen Luko, ob er fertig mit Futtern ist. Tatsächlich, Luko schläft. Er schläft. Die Frage ist nur, wie lange noch? Lukos Schlüssel ist zum Greifen nahe. Vergiss es, Sedgwick. Okay, nehme den Schlüssel mit. Hab ihn. Und jetzt nichts wie raus hier. Okay. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Und vielleicht erinnert ihr euch, wir haben dieses eine Ventil gefunden und da sagte Sedgwick, dass das keinen Sinn macht, denn dort ist ein Schloss vor dem Ventil. Nun, jetzt haben wir einen Schlüssel, den wir benutzen können, um das Ventil zu öffnen. Und dann natürlich auch benutzen. Und das sorgt dafür, dass die Anzeige nach oben geht. Die Anzeige steht bei der ersten Markierung. Und wir haben anscheinend noch drei weitere Markierungen. Das bedeutet, es gibt noch drei weitere Ventile zu finden. Aber wo könnten diese Ventile versteckt sein? Das ist die Frage. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen die Ventile suchen. Nun, als erstes gehen wir mal in diese Zelle zurück und fackeln den Heuhaufen ab. Und los, Spot. Dein Typ ist gefragt. Warte, ich mach nur kurz die Tür zu. Soll ja nicht gleich ganz Askelia den Rauch sehen. Ach, pfeif auf Askelia, bevor ich hier an einer Rauchvergiftung sterbe. Ja, und hier haben wir ein weiteres Ventil, das wir aufschließen können. Klack. Und benutzen. Interessant. Okay. Und jetzt gehen uns langsam die Ideen aus, wo Ventile sein könnten, nicht wahr? Das Einzige, was uns jetzt noch einfallen könnte, ist, dass wir uns nochmal in dem Raum von Luko einen umsehen, denn diesen können wir natürlich jetzt auch aufschließen. Passt. Super. Und viel Neues gibt es hier nicht, außer diese Steinscheiben, die man anschlagen kann. Und ja, wenn wir wieder rausgehen, sind wir auf einmal na, ganz woanders, nämlich hier. Super. Wenn wir hier durchgehen, durch die linke Tür. Ach, hier bin ich. Ich lasse die Tür lieber angelehnt, sonst muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Ja, das wäre natürlich nicht gut. Okay, damit haben wir uns jetzt eine Abkürzung nach oben besorgt, aber wir wollen uns erstmal nochmal in der Waffenkammer umsehen. Denn, so viel kann ich euch verraten, in der Waffenkammer befindet sich ein weiteres Ventil. Wenn man nämlich diese Wand hier anguckt, wenn man die Hotspots der Wand sich ansieht, sieht man, wir haben zwei Hotspots. Und diese Hotspots sind, obwohl es sich um die gleiche Wand handelt, unterschiedlich. Irgendetwas an dieser Wand kommt mir seltsam vor. Aber hier ist nichts. Ich muss mich getäuscht haben. Na komm. Nein, hier ist nichts. Dabei hätte ich schwören können... Moment, dann ist das die Wand. Nein, dabei hätte ich... Hä? Komm schon. Sesam, öffne dich. Melon. Ken sent me. Okay. Dann du jetzt. Komm schon. Ken. Was ist denn los hier? Warum geht das denn auf einmal nicht? Irgendetwas. Ich muss mich...
Nein, dabei hätte ich... Muss ich irgendwas benutzen? Ich weiß, dass hinter der Wand was ist, Leute. Komischerweise kann ich aber nicht durch. Ich habe vergessen, was das auslöst. Irgendetwas an diesem... ich muss... Moment mal, hier ist tatsächlich eine Art Geheimgang. Naja, endlich. Ja, dann geh auch rein. Verdammt nochmal. Und hier haben wir ein weiteres Ventil. Sehr gut. Und benutzen. Sehr gut. Damit haben wir drei Ventile gefunden. Es fehlt also nur noch ein einziges. Und ja. Das wird wohl höchstwahrscheinlich in dem Gebiet sein, was wir noch nicht erkundet haben. Also erkunden wir dieses Gebiet jetzt. Macht irgendwie Sinn, nicht wahr? Also gehen wir hier runter, gehen durch die mittlere große Tür, die vorher verschlossen war, und gehen hier ganz ins Äußere. Und schon sind wir in einem neuen Zimmer. Hurra! Und hier haben wir erstmal ein Gabelding. Was ist das? Eine Art Gabel? Die Askel haben erstaunlich viel Besteck hier rumliegen. Soweit ich das beurteilen kann, ist es keine Stimmgabel. Dies ist die hässlichere von den beiden Trophäen. Ich muss meine Meinung revidieren. Diese Trophäe hier ist doch hässlicher als die andere. Ach, ich kann mich einfach nicht entscheiden. Sie sind beide hässlich. Himmel, bist du hässlich! Ich komme nicht ran, was genau genommen aber auch nicht weiter schade ist. Okay, und ansonsten gibt es hier auch nicht viel mehr. Wir machen mal die Tür auf, weil es sonst, glaube ich, zu einem Glitch kommen kann, wenn man die Steinscheiben hier benutzt. Das ist mir jedenfalls passiert, denn auf einmal ging die Dingsbums nicht mehr an, auf die Tür. Beinahe gemütlich, wenn ich jeden Augenblick ein Askel auftauchen könnte, um mich hineinzuwerfen. Lea. Kannst du den Kamin anmachen? Das weiß ich gar nicht. Es ist warm genug. Nee, kann man nicht. Okay. Erstmal benutzen wir... Hier ist nämlich ein Ventil. Und da können wir den Schlüssel benutzen und das Ventil auch benutzen. Drehen halt. Damit sollten wir alle Ventile gefunden haben. Jetzt schlagen wir die linke Steinscheibe zweimal an. Ich glaube zumindest zweimal. Ich meine zumindest, dass es zweimal war. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Und jetzt gehen wir zurück zu Lukos Zimmer. Ach, keine Ahnung, wie das heißt. Verdammt nochmal. So, Cedric muss nur ein bisschen schneller laufen und dann erledigt sich das schon. Und wir gucken durchs Fenster. Und dann werden wir sehen, dass sich da was verändert hat. Na komm. Wir gucken durch. Und hallo! Der ganze Raum hat sich gedreht und wir sind jetzt auf der anderen Seite. Ist das nicht toll? Und wir können jetzt an den Eimer. Der sieht nützlich aus. Zu dumm, dass ich nicht rankomme. Schade, dann brauchen wir irgendwas, was verlängert. Ihr könnt das Gabelding benutzen oder den Knüppel mit Kuba. Ja, so könnte das klappen. Und jetzt muss man nur noch dafür sorgen, dass man in diesen Raum kommt und sich den Eimer mitnehmen kann. Was sich natürlich von selbst versteht, ist, dass wir dazu wieder in diesen Geheimraum müssen und die Scheibe ein weiteres Mal drehen, damit die Tür sich öffnet und das machen wir eben schnell. Und dann haben wir das Kapitel auch fast hinter uns. Oder was heißt das Kapitel, aber den Abschnitt dieses Kapitels. Und ihr habt das Türgeräusch gehört, das heißt, die Tür zu der Kammer von Luko ist jetzt geöffnet und wir können uns den Eimer holen. Den holen wir uns aber beim nächsten Mal und dann werden wir auch sehen, wozu der gut ist. Bis dahin würde ich sagen, macht es gut und haut rein.